Bis 1892 ist Grinzing eine eigenständige Vorortgemeinde Wiens im Nordwesten Wiens gelegen. Weite Teile Grinzings sind vom bewaldeten Bergrücken des Wienerwalds geprägt. 1826 sind 45% der Gesamtfläche von Wald bedeckt, der dem Stiftkloster Neuburg gehört, werden 23% als Rebfläche benutzt, während Ackerbau mit lediglich 10% eine untergeordnete Rolle spielt. Der Weinbau ist auch heute noch ein wesentlicher Wirtschaftszweig. Allerdings, die echten Buschenschanken sind heurigen Restaurants gewichen. Gibt es um 1900 noch rund 100 Buschenschanken, hat sich die Zahl bis heute auf rund ein halbes Dutzend reduziert. Von 1814 bis 1931 befindet sich in Grinzing auch das Brauhaus Drummelhof. Der Name Grinzing ist ein echter sogenannter Inkname. Das heißt, er bezeichnet die Zugehörigkeit von Menschen zu einem Sippenoberhaupt. Im Fall von Grinzing leitet sich die Bedeutung von bei den Leuten, die zu einem Mann mit dem Namen Grinzo gehören, ab. In den Saalbüchern des Stiftes Kloster Neuburg werden erstmals 1114 Weingärten de Grinzing erwähnt. Das Saalbuch oder Urbarium ist im Mittelalter ein Verzeichnis über die Besitzrechte einer Grundherrschaft und ein Abgabenregister bzw. eine Steuerliste der zu erbringenden Leistungen der Grunduntertanen. Das Saalbuch ist eine bedeutende Wirtschafts- und Rechtsquelle des mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Lehnswesens. 1156 wird im Bamberger Urkundenbuch ein Ort namens Grinzingen genannt, der zu dieser Zeit bereits ein blühendes Dorf ist, in dem mehrere Bistümer und Klöster Besitz haben. Das Döblinger Bezirksmuseum leitet den Ortsnamen vom Zeitwort Rinnen als Grunnen und daraus gebildet Siedlung am Gerinne ab. Der Wortstamm Grin ist im Sinne von Gerinne, einem Zusammenfluss von Kiesbechern, zu verstehen. Neben dem Kloster St. Florian in Oberösterreich im 12. Jahrhundert, St. Dorothea, St. Laurens und das Domkapitel aus Wien und St. Clara im 14. Jahrhundert waren neben der Pfarre Heiligenstadt auch unfreie Dienstleute, Beamte der Bamberger in Grinzing begütert. Zu den bekanntesten gehören im 12. Jahrhundert die Nachkommen eines Grimizo, das Geschlecht der Grunzinger. Nachdem das Dorf Grinzing an das Geschlecht der Grunzinger fällt, errichten diese im Bereich einer römischen Ruine einen festen Wohnsitz, heute Kobinzelgasse 30. Der Name Drummelhof leitet sich von den Trümmern der angeblichen römischen Ruine ab. Ursprünglich liegt der Drummelhof am später eingewölbten Nesselbach und wird durch ein Vorwerk geschützt. Das Geschlecht der Grunzinger stirbt im 14. Jahrhundert mit Rüdiger von Grünzing aus. Er wird 1350 in der Wiener Minoritenkirche begraben. Die Habsburger verleihen den Drummelhof Mitte des 14. Jahrhunderts an Seyfried Reichholf von Grinzing, Anwalt Herzog Albrechts II. In der Münze. 1463, als ein Nachkomme Seyfrieds, der Bürgermeister von Wien, Oswald Reichholf, im Zuge politischer Wirren enthauptet wird, kommt der Hof an das Kloster St. Clara, das bereits zahlreiche Gründe in Grinzing besitzt. Die Nonnen von St. Clara werden 1529 von den Osmanen vertrieben. Ab 1655 finden häufige Besitzerwechsel statt. Gottfried Freiherr von Managetta gibt dem Hof um 1750 sein heutiges Aussehen. Das Wappen des damaligen Besitzers befindet sich noch oberhalb des Eingangstors. Im Mittelalter leben im Dorf Bauern, Weinbauern und Taglöhner, die im Dienst der Klöster und reicher Wiener Bürger stehen. Grinzing steht unter Gerichtsbarkeit des Stiftskloster Neuburg, das die Grundobrigkeit über den Ort bis ins 19. Jahrhundert bewahren kann. Die spätgotische Pfarrkirche Grinzing
Die Kirche zum Heiligen Kreuz wird bereits 1426 nach Genehmigung des Klosterneuburgers Propst Georg Müslinger errichtet. Krinzing erleidet immer wieder massive Verheerungen. 1484 verwüstet Matthias Corvinus den Ort. 1529 richten die Türken im Zuge der ersten Wiener Türkenbelagerung starke Schäden an. 1604 äschert ein Großbrand Teile des Ortes ein. Nach dem Wiederaufbau des Orts zerstören 1683 die Osmanen im Rahmen der zweiten Türkenbelagerung von Wien erneut den Ort. Entwickelt sich Krinzing trotzdem am besten im Vergleich zu den umliegenden Dörfern, trifft nun die Pest den Ort schwer. Mehr als die Hälfte der Häuser sind von der Pest betroffen. 1783 wird die Krinzinger Kirche zur Pfarrkirche erhoben, finanziert durch die Aufhebung einiger Ordensgrundherrschaften auf dem Bezirksgebiet durch Josef II. Im Jahre 1892 wird Krinzing schließlich bis zum Kamm des Wienerwalds mit Oberdöbling, Unterdöbling und den Vororten Kahlenberger Dorf, Nussdorf und Heiligenstadt, Sievering und Josefsdorf zum 19. Wiener Gemeindebezirk Döbling zusammengefasst. Der Rest von Krinzing, ca. 4%, geht an Weidling. Der 19. Wiener Gemeindebezirk Döbling ist ein Konglomerat von 10 Vororten. In den Jahren 1892 bis 1938 aus den oben angeführten 8, ab 1938 aus 10 Vorortgemeinden. Im Zuge der Konstituierung von Groß-Wien nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich 1938 werden noch Neustift am Walde und Salmansdorf, die ursprünglich zum 18. Gemeindebezirk Währing gehören, dem 19. Wiener Gemeindebezirk zugeschlagen. Die Geschichte aller 10 Vorortgemeinden in einem Video zusammenzufassen, erscheint nicht zielführend, weil zu umfangreich und daher unübersichtlich bis verwirrend. Sinnvoller und spannender ist es, die einzelnen Vororte mit ihren Heurigen einzeln zu besprechen. Apropos Heuriger. Heuriger ist a. die Bezeichnung für den Wein der letzten Ernte und b. im weiteren Sinn das Produzentenlokal, in dem er ausgeschenkt wird, die sogenannte Buschenschank. Buschenschank ist die offizielle und gesetzlich festgelegte Bezeichnung für den Aufschank von Wein und Traubenmost am Erzeugungsort durch den Produzenten. Lostag ist Martini, der 11. November, an dem seit alters her der vorherige Wein zum alten und die frisch gekelterte Fexung Weinernte zum heurigen wird. Vorläufer von Weinschenken finden sich bereits im Mittelalter vor der Ringmauer. Weinbau wird bis unmittelbar vor der Stadtmauer betrieben. Viele Bürger besitzen Weingärten außerhalb der Stadt, deren Erträge sie gegen Entrichtung einer Tormaut in die Stadt bringen, den Wein in ihre mehrere Stockwerk in die Tiefe gehenden Hauskeller lagern und in Trinkstuben ausschenken dürfen. Eine Urkunde aus dem Jahr 1526 bekräftigt, dass Wien vom Weinbau die meiste Nahrung gewinnt. Auch in einigen Klosterhöfen entstehen Weinkeller mit Ausschank. Die seit Rudolf IV. Dafür eingehobene Getränkesteuer heißt Ungeld. Am 21. März 1359 führt Rudolf IV. In Österreich unter und ob der Enns im Einvernehmen mit den Landständen diese 10%ige Verbrauchsteuer auf den Verkaufspreis des Schankweins ein. Die Einnahmen waren beträchtlich. Sie betragen beispielsweise 1450 12.000 Gulden. Die Gastwirte geben die Belastung natürlich an den Konsumenten weiter. Bei gleichbleibendem Preis wird ganz einfach das Aufschankmaß verkleinert. Entgegen der Ansicht, dass der Heurige im heutigen Sinn erst mit einer Verordnung Josefs II. Vom 17. August 1784 zurückgeht, wird das Ausstecken von Tannenreisig an Lokalen, die heurigen Wein ausschenken, bereits in einer städtischen Ordnung von 1459 erwähnt. Richtig ist, dass am 17. August 1784 Josef II. Per Zirkularverordnung quasi einen gesetzlichen Rahmen schafft, indem er jedem die Erlaubnis erteilt, die von ihm erzeugten Lebensmittel, Wein und Obstmus zu allen Zeiten des Jahres, wann und zu welchem Preis er will, zu verkaufen und auszuschenken. Anlass ist die Klage der Wirte eines unbedeutenden Ortes in der Grafschaft Görz,
die sich von ihrem Herrn Graf Delmetri nicht zwingen lassen wollen, ausschließlich dessen Wein auszuschenken. Das Gasthaus zum Weißen Ochsen in Neulerchenfeld inseriert bereits im März 1784 in der Wiener Zeitung heurigen Wein und da der Wein gut und gerecht ist, verspricht er sich viele Gäste. Das Aufkommen von preislich erschwinglichen Verkehrsmitteln ermöglicht es der städtischen Bevölkerung ab dem Vormärz auch vor dem Lienenwald gelegene Vororte aufzusuchen, in denen sich daraufhin die heurigen und Wirtshäuser rasch vermehren. Das in der Biedermeierzeit aufkommende Naturbewusstsein trägt zusätzlich zur Belebung des Geschäftes bei. Die heurigen Fahrten kommen in Schwung, besonders nach Grinzing, Währing, Hernals und Sievering. Franz Schubert und sein Freundeskreis, Ludwig van Beethoven, Ferdinand Sauter und viele andere gehören zu regelmäßigen Heugenbesuchern. Franz Grillparzer führt 1824 den deutschen Philosophen Hegel zum Heugen nach Nussdorf. Als ab 1829 am Lienenwall die Verzehrungssteuer eingehoben wird und man daher außerhalb derselben billiger lebt, war dies ein weiterer Anreiz, Lokale in den Vororten aufzusuchen. Insbesondere Neulerchenfeld und die an den Abhängen des Kahlengebirges liegenden Ortschaften Grinzing, Sievering, Nussdorf, Salmansdorf, Neustift am Walde, aber auch Dornbach und Otterkring sind stark frequentiert. Die Eröffnung der Stadtbahn 1898 und der Ausbau der elektrischen Straßenbahn führt durch die Verbesserung der Verkehrsbedingungen zu einem Aufblühen der Heugenschenken in den äußeren Bezirken. Auf die Geschichte der Wiener Stadtbahn, der Wiener elektrischen Stadtbahn und der Straßenbahn gehe ich ausführlich in den Videos Wiener Stadtbahn von den Anfängen bis 1924-25, Wiener elektrische Stadtbahn und die Wiener BIM von 1840 bis 1938 ein. Die Aufmachung der heurigen Lokale ist einheitlich. Kennzeichnung durch den Reisigbuschen an der Stange über dem Hoftor, rustikale Einrichtung, ungedeckte Tische, Mitbringen des kalten Imbisses durch die Gäste ist erlaubt. Stimmungsmusik wird sehr populär, mancherorts gehören sie geradezu verpflichtend dazu. Zu nennen ist hier an erster Stelle die Schrammelmusik. Die Schrammelmusik wird zum Synonym für wienerische Unterhaltungsmusik. Weil statt nasser Arbeit auf dem Land herumflaniert. Wir haben sie doch erst abgeschoben. Sie sind schon wieder hier. Drauf sagt der Bursch, ja, Herr Standard, ich kann ja nichts dafür. Es ist heut einmal her, mich zieht heut immer her. Wer noch in Wien fort und links wer neben in Graz trinkt schon schwarzieres Grün. Wer läuft nur gnädt, hat geschenkt aus Paradies und kann beglimmt davon. Aber zurück nach Grinzing. Im 18. Jahrhundert siedeln sich immer mehr Adelige in Grinzing an. Als 1773 Papst Clemens XIV. Den Jesuitenorden auflöst, kauft Staatskanzler Philipp Graf Kobenzl die 1751 von den Jesuiten errichteten Landhäuser auf dem Latisberg und lässt die Besitzungen in prachtvolle Gärten umgestalten. Seit der Regierung Josefs II. Werden Weinfahrten in die Umgebung Wiens üblich, doch erst im Vormärz, es ist die Zeit zwischen dem Wiener Kongress 1814-1815 und dem Revolutionsjahr 1848, entwickelt sich Grinzing zu einem vielbesuchten Heurigenort.
Wird der Wein bis dahin zwar nach Wien geliefert, kommen doch nur wenige Besucher in den entlegenen Vorort. Die Biedermeierzeit entdeckt Wiens Umgebung und macht sie zu beliebten Zielen. Während sich die Orte der Umgebung wie Heiligenstadt und Döbling bereits zu bevorzugten Sommerfrischen und Villenorten reicher Wiener entwickeln, führt Grinzing vorerst noch weiterhin ein eher beschauliches Dasein. Erst die Aufnahme einer Stellwagenverbindung von Döbling nach Grinzing bringt 1827 eine Änderung. Der Eigenbauwein wird in den zahlreichen entstandenen Buschenschenken, die sich bald größter Beliebtheit erfreuen und in denen sich Volkssänger produzieren, ausgeschenkt. Das oberhalb Grinzing gelegene Krapfenwaldl entwickelt sich zu einem beliebten Ausflugsziel. Krapfenwaldl bezeichnet einen Höhenrücken mit einem Föhrenwäldchen zwischen dem Muckental und dem Steinberger Bachtal östlich des Kobenzl. Kobenzl und Krapfenwaldl sind wegen ihrer leichten Erreichbarkeit ein beliebtes Ausflugsziel. Ein Wanderführer aus dem Biedermeier, das Werk Wiens Umgebung auf 20 Stunden im Umkreis von Adolf Schmiedl aus dem Jahre 1835 berichtet. Es gibt in Grinzing für Wanderer auf dem Kahlenberg oder zum Krapfenwaldl eine für Wien einzigartige Einrichtung. Links geht es auf den Kobenzl oder Reisenberg, rechts auf den Josefs- oder Kahlenberg. Hier ist denn auch das Haus Nummer 41, wo man Esel und Pferde in Bereitschaft findet, um den Berg hinaufreiten zu können. Man bezahlt für den Ritt auf den Kahlenberg oder das Krapfenwäldchen 20 Kreuzer und ebenso viel von dort zurück. Wie sehr durch diese Anstalt einem Bedürfnis des Publikums abgeholfen wurde, beweist, dass an schönen Sommertagen die Tiere den ganzen Tag über so beschäftigt sind, dass man sie im Voraus bestellen muss, wenn man sicher sein will, eines zu bekommen. Es ist aber kaum glaublich, dass erst vor 2 Jahren diese Einrichtung getroffen wurde und noch weniger glaublich, dass das unnaturhistorische Vorurteil gegen den trefflichen Langohr bei dem Wiener so tief gewurzelt ist, dass diese Kavalkade lange Zeit mit Satire und Ironie aller Art zu kämpfen hatte. Der Name Krapfenwaldl geht auf den Besitzer eines 1751 erbauten Waldhauses, den geheimen Kriegsrat Franz Josef Krapf, zurück. Krapf war der Enkel eines Sattlermeisters, der sich 1683 während der zweiten Türkenbelagerung durch die kostenlose Überlassung von Pferdesätteln Verdienste erwirbt, danach zu Reichtum gelangt und Weingärten am Nussberg und in Grinzing besitzt. Nach Krapfs Tod 1784 kommt das Haus in den Besitz des Grinzinger Hauers Leopold Zeidl, der die Waldhütte zu einem Waldgasthaus umgestaltet. Das Wäldchen wird 1797 bis 1801 mit Gehwegen und Ruhebänken ausgestattet. 1874 wird die Zahnradbahn auf den Kahlenberg errichtet, unter anderem mit einer Station in Grinzing und im Bereich des Krapfenwaldl, die zum Aufschwung des Gasthauses beiträgt. Über die Zahnradbahn auf den Kahlenberg und die kurzzeitige Standseilbahn auf den Leopoldsberg erfährst du mehr in dem Video Kahlenbergbahn, Drahtseilbahn Leopoldsberg, historisches Wien. Wie schon erwähnt, Grinzing wird 1892 nach Wien eingemeindet. 1891 erfolgt der Anschluss an die Hochwellenwasserleitung. 1902 wird Grinzing an das Netz der städtischen Straßenbahn angeschlossen und 1905 der Wald- und Wiesengürtel fixiert. Am 15. Mai 1904 richtet Bürgermeister Karl Lueger einen Erlass an den Magistratsdirektor Dr. Richard Weißkirchner. Im Interesse einer dauernden Sicherung der Gesundheitsverhältnisse unserer Stadt sowie zur Erhaltung des landwirtschaftlichen schönen Rahmens, der Wiens Grenzen schmückt, will ich einen Wald- und Wiesengürtel an der Peripherie der Stadt, angepasst den heute dort bestehenden Verhältnissen, in entsprechender Breite von den Hängen des Leopolds und Kahlenbergs bis zur Donau im Bezirksteil Kaiser Ebersdorf für alle Zeiten festlegen.
Hierbei ist auch auf die Anlage einer aussichtsreichen, mit Baumreihen versehenen Hochstraße Bedacht zu nehmen. Dieser Erlass wird ein Jahr später, am 24. Mai 1905, durch einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss verstärkt. Seit 1923 besteht das Sonnen-, Luft- und Schwimmbad gleichen Namens, das Krapfenwaldelbad, in dessen Bereich das Gebäude des seinerzeitigen Waldgasthauses einbezogen ist. 1934 bis 1936 wird die Höhenstraße von Grinzing auf den Kahlenberg gebaut. Der Bau dieser Aussichtsstraße wird bereits, wie weiter oben angesprochen, im Zuge der Schaffung des Wald- und Wiesengürtels 1905 geplant, jedoch erst als eines der wichtigsten Großprojekte des Straßenbaus im Dollfuss-Schuschnigg-Regime realisiert. Der Bau der Höhenstraße wird im Rahmen eines Programms zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in Wien von der Wiener Bürgerschaft am 17. Mai 1934 beschlossen. Abschließend noch ein kurzer Blick zur Kasgrabenkirche. Das Grundstück der heutigen Kirche ist im 19. Jahrhundert im Besitz des Großfuhrwerkbesitzers Kotbauer. Kotbauer besitzt auch ein Haus zum kleinen Sperl in St. Ulrich im heutigen 7. Bezirk Neubau, in dem eine fast lebensgroße Schmerzensmutterstatue steht. Als das Haus abgerissen wird, erbaut Kotbauer am Standort der heutigen Kirche eine kleine Kapelle und überträgt die Statue in die Kapelle. 1903 erwirbt Stefan Esters das Grundstück, lässt die Kapelle abreißen und finanziert den Bau einer richtigen Wallfahrtskirche. In den Jahren 1909-1910 bauen die Architekten Gustav Orgelmeister und Franz Kupka die Kirche, die am 30. April 1910 im Beisein von Erzherzog Ferdinand Karl vom Weihbischof Gottfried Marschall geweiht wird. Die Kirche wird vom Orden der Oblaten des heiligen Franz von Sales betreut.